Der Königstransfer des FC Bayern München ist offenbar perfekt. Fußballnationalspieler Leroy Sané hat sich nach Medienberichten offenbar mit dem deutschen Meister auf einen Wechsel geeinigt. Demnach unterschreibt der Außenstürmer einen 5-Jahres-Vertrag in München. Das berichten der Guardian in England und die Bild-Zeitung, die sich auf das Umfeld von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola beruft. Die Ablösesumme für Sané, der noch bis 2021 bei Manchester City unter Vertrag stand, soll dabei unter 50 Millionen Euro liegen. Vor einem Jahr war eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro im Gespräch. Laut Guardian gibt es jetzt einen Sockelbetrag von 45 Millionen Euro plus mögliche Zuschläge. Der FC Bayern war am Dienstagabend zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach dpa-Information wurde Sanés Berater Smoljan aber am Dienstag in München gesehen. Er soll zu Gesprächen mit dem Club in der Stadt gewesen sein. Sané hatte gerade erst sein Premier League Comeback für City gegeben. Der 24-Jährige hatte sich im August vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen. City-Trainer Pep Guardiola hatte am vergangenen Freitag bestätigt, dass der deutsche Flügelspieler ein neues Vertragsangebot von City abgelehnt habe und den Verein verlassen wolle.